Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Nach langer Zeit kommt mal wieder ein Vlog. Heute ist Freitag, der 26. Juli und es sind ganze 40 Grad. Das ist auch der Grund, warum ich gerade hier drin auf dem Sofa sitze, weil es draußen unerträglich ist. Gestern waren es sogar 42 Grad und ich stand irgendwie auch eine halbe Stunde oder so in der Straßenbahn. Das war echt richtig schlimm, weil die Kölner Bahn halt keine Klimaanlagen haben. Also das war unerträglich. Ich bin halt zu einer Freundin gefahren und genau, heute Abend gehe ich feiern mit ein paar Freunden, da freue ich mich voll drauf. Das Blöde ist halt wirklich nur das Wetter, also ich will mich nicht beklagen, weil es ist natürlich schon echt cool, dass wir mal so eine Wärme haben. Aber ja, es könnte schon ein paar Grad kühler sein, finde ich persönlich. Aber ich glaube, nächste Woche wird es auch schon wieder ein bisschen kühler. Und ich freue mich umso mehr, dass es morgen endlich wieder nach Bremen geht. Das wird richtig cool, glaube ich. Ich fahre um 16 Uhr mit dem ICE hier los in Köln und ja, dann bin ich so um 19 Uhr da. Ich freue mich einfach mega dolle. Ja, die letzten Tage waren jetzt nochmal so ein bisschen stressig, weil ich ja in der Klausurenphase war und ich habe Mathe, Bivi, also Bildungswissenschaften und Deutsch geschrieben. Ja, ich habe aber bisher noch gar kein Ergebnis bekommen. Also wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, schreibt mir das mal in die Kommentare, dann mache ich darüber mal ein Video, wenn dann auch meine Ergebnisse da sind. Und genau, das Einzige, was ich bekommen habe, ist meine Hausarbeit. Die habe ich zurückbekommen, die habe ich im letzten Semester geschrieben in Bildungswissenschaften. Und ich habe einfach 1,3. Ich war so happy, als ich die E-Mail bekommen habe. Das ist so cool. Das ist halt komplett was anderes, als wenn man irgendwie eine Facharbeit in der Schule abgibt, weil einfach schon allein die Hausarbeit von einem Dozenten kontrolliert wird. Also das ist so krass irgendwie. Und es war auch meine erste Hausarbeit und das bestärkt einen nochmal, dass man wirklich hier das Richtige irgendwie macht. Und ja, das erste Semester ist bei mir echt relativ gut gelaufen. Ich habe jetzt aber auch fast 3 Monate oder ich glaube sogar noch länger auf die Hausarbeit gewartet, als auf das Ergebnis. Und genau, ansonsten habe ich halt echt leider noch keine Noten bekommen, aber ich denke, das wird jetzt so in den nächsten Tagen oder Wochen passieren. Und ja, was ich heute noch so mache, weiß ich nicht. Ich glaube, ich mache echt nicht mehr viel, weil es viel zu heiß ist, wie ich schon keine Ahnung wie oft gesagt habe. Ja, mal gucken. Und ich freue mich auch mega, dass ich dann mit meiner Family noch in den Urlaub fliege, also nach Korfu, Griechenland. Und dann arbeite ich auch wieder bei der Post, wie letztes Jahr nach dem Abi. Aber diesmal nicht allzu lange, weil ich im Oktober dann auch schon wieder Uni habe. Wobei, es sind ja jetzt noch 2 Monate hin bis dahin, sogar noch mehr. Ja, schon echt cool, wie lange man jetzt erstmal Ferien hat irgendwie, aber dafür natürlich auch nur 2-mal im Jahr. Und genau, ich nehme euch jetzt wieder so die nächsten Tage mit. Ich habe ja auch schon zum Teil meinen Koffer gepackt. Ich musste einfach gerade das Licht anmachen, weil ich habe hier alles abgedunkelt. Und genau, da muss aber noch ein bisschen was rein. Ich weiß nicht, vielleicht packe ich das jetzt schon fertig, bin mir aber nicht ganz... Oh Gott, Hilfe. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich weiß nicht mal, was ich mitnehmen soll. Ich muss ja auch für den Urlaub noch packen und so. Also ich habe ja auch noch in Bremen ein paar Klamotten, aber hier ist halt mittlerweile das meiste. Hier habe ich ja auch noch voll viele Schubladen. Ja, mal gucken. Ich gucke jetzt gerade zwischen Till und Tränen. Das habe ich früher so gern geguckt. Und es kam jetzt gerade, als ich den Fernseher angemacht habe. Ja, cool. Ich mag das echt, wie man so sieht, dass andere schon Brautkleider kaufen und so. Das ist irgendwie voll schön. Und ja, genau. So, ich sitze jetzt hier gerade noch bei uns auf dem Balkon. Vor allem das Allerwichtigste, meine Wasserflasche. Da bleiben kalte Getränke auch wirklich mal kalt drin. Das ist eine von diesen Chili Bottles. Und ich habe vorhin auch mal wieder ein paar meiner Pinsel gewaschen. Das war auch echt nötig. Die sind aber auch so schnell getrocknet, weil ich die dann draußen hingestellt habe. Ja, mega praktisch irgendwie. Da kann man die auch gleich wieder benutzen. So, ich werde mich jetzt mal schminken. Mittlerweile ist es irgendwie 8, glaube ich. Und ich mache das heute aber auch echt nur ganz leicht. Ich benutze jetzt ja erstmal diesen Maybelline Concealer. Also viele schwärmen mehr davon. Ich finde den ehrlich gesagt gar nicht so gut. Also mega deckt der jetzt halt nicht. Ich glaube, ich finde den von Catrice sogar besser. Aber bei dem habe ich das Gefühl, dass ich dadurch noch stärkere Augenringe bekomme. Genau, und den trage ich jetzt einfach hier auf. Ich gucke währenddessen übrigens Haus des Geldes, also nicht wundern, vielleicht hört ihr irgendwie Stimmen im Hintergrund. Ja, normalerweise mache ich mir ja wirklich
Make-up drauf, wenn ich feiern gehe, aber diesmal ist mir das einfach zu viel. Ist zu warm. Und ich habe nicht die allerhellste Farbe. Ich habe die danach, weil die hellste Farbe, die sah sehr weiß aus. Aber die hier ist dann tatsächlich schon wieder ein bisschen dunkel. Also ich finde, die haben nicht so eine gute Farbauswahl, ehrlich gesagt, da bei dem Concealer hier. Das ist ja der Löscher, glaube ich, so heißt der. Und ja, ich weiß nicht, also der hier ist halt schon ziemlich orangig. Ich finde, also sieht man in der Kamera halt überhaupt nicht da. Sieht mein Gesicht gerade sowieso irgendwie total weiß aus, ich weiß nicht. Aber ja, in echt ist er ein bisschen orange. So, also jetzt mache ich erstmal meine Augenbrauen. Wie immer mit dem kleinen Essensstift hier. Den muss ich auch echt mal wieder anspitzen. So, und jetzt kann ich meinen Concealer setten. Ich mache das immer, dass ich das ein bisschen trocknen lasse. Dann gehe ich nochmal mit meinem Finger drüber. Weil sich das einfach echt extrem schnell in den Fältchen unterm Auge absetzt. Das finde ich echt voll der Nachteil. So an Concealer. Also es passiert bei mir bei jedem Concealer. Ich weiß nicht. Vielleicht habt ihr da ja auch noch mal Tipps für einen, bei dem das nicht passiert. Bisher habe ich noch keinen gefunden, leider. Ja, was soll's. Ehrlich gesagt finde ich die dritte Staffel House of Geld ist nicht ganz so spannend wie die ersten zwei. Ich weiß nicht, woran es liegt. Irgendwie ist es mir manchmal ein bisschen zu langweilig. Komisch irgendwie. So, und jetzt benutze ich noch ein bisschen Rouge. Ich finde, dadurch sieht man immer so ein bisschen frischer aus. Und ich mag das eigentlich ganz gerne. Und ich werde heute wahrscheinlich zum ersten Mal keine offenen Haare beim Feiern tragen. Deswegen, ich mache mir wahrscheinlich einen Zopf hier unten so. Ich kämme die Haare jetzt erstmal und dann mache ich das. Ich glaube, das ist echt angenehmer bei der Wärme. Es sind, glaube ich, immer noch 30 Grad und es ist ja schon fast 9. Also irgendwie ist das schon echt krass. Ja. Und dann, ich hoffe, ihr könnt es überhaupt sehen gerade, dann mache ich hier so ein Loch in der Mitte. Dann hat man nicht so einen ganz standardmäßigen Topf, sondern so ein bisschen was Besonderes. Genau. Und hier vorne zupfle ich mir jetzt hier noch so ein paar Haare raus, damit das so ein bisschen lockerer aussieht. Und dann ist es eigentlich auch schon fertig. So easy und ich finde es halt echt ganz schön. So. So ungefähr. Das hier noch so ein bisschen lockerer machen alles. Und schon hat man eine ganz gute Frisur. Und hier hinten ist der Zopf. So, ich bin jetzt endgültig fertig gemacht, habe mir auch schon Mascara drauf gemacht. Und dann werde ich jetzt gleich losfahren. Ich freue mich voll. Und ich denke, dann melde ich mich morgen früh wieder. Guten Morgen, meine lieben Leute. Es ist eigentlich schon Mittag. Es ist 12 Uhr. Und ich habe echt richtig schlecht geschlafen. Gestern Abend, beziehungsweise eher nachts, war meine Stimme auch weg. Also, oder sie war sehr wenig nur noch da. Also ich war mega heiser. Keine Ahnung, woher das kam. Also ich habe eigentlich jetzt nicht irgendwie richtig viel gesungen oder so im Club, halt normal. Und ich bin erst um 9 aufgewacht, dann um 10 und dann um 11. Das war so super. Und irgendwie die letzten, also von 9 bis 11, das war irgendwie nur noch so Halbschlaf. Also es war echt irgendwie richtig doof, weil ich bin auch erst um 4 oder 5 irgendwie so dazwischen schlafen gegangen. Ja. Aber es war auch echt richtig heiß und es hat heute Morgen auch geregnet. Das ist ganz schön, weil die Luft jetzt dadurch ein bisschen abgekühlt ist. Aber ja, und feiern war irgendwie gestern nicht so mega gut. Keine Ahnung, ich habe mich
manchmal so ein bisschen fehl am Platz gefühlt, ehrlich gesagt. Weiß nicht, also es war auf jeden Fall schon mal besser irgendwie bei mir. Also feiern. Und wir waren in der Klapsmühle für diejenigen, die hier in Köln wohnen oder vielleicht schon mal hier waren. Da war ich ja das erste Mal. Und wir haben da auch so Bilder in diesen Fotoautomaten gemacht. Ganz funny. Ich bin der große Kopf da. und das hat einfach 4 Euro gekostet, das zu machen. Also das finde ich schon sehr teuer. Aber was man nicht alles für Fotos macht. Und die sehen auch gar nicht so schön aus. Aber was soll's. Ja, jetzt werde ich gleich erstmal was frühstücken. Ich habe jetzt eben noch mal ein bisschen aufgeräumt, meinen Koffer fertig gepackt, weil ich fahre ja heute um 16 Uhr. Ich muss aber wahrscheinlich schon um 15 Uhr hier los, damit ich auch pünktlich am Bahnhof bin. So, ich werde jetzt hier nochmal eben den Müll rausbringen, damit alles Klarschiff ist, wenn Christian am Montag wiederkommt. Das ist ja auch irgendwie kacke, wenn dann da der Müll irgendwie voll stinkt und so schon. Ich hasse sowas selber. Ich habe noch gestaubsaugt eben. Also ich habe echt noch ein bisschen was in der Wohnung getan, das Badezimmer geputzt und ja, jetzt geht es auch schon bald los. Jetzt erstmal bringe ich das hier weg. Mittlerweile ist es etwas später. Ich werde jetzt gleich schon losgehen zum Bus. Ich muss nämlich zum Hauptbahnhof im Bus und noch mit der S-Bahn fahren. Also es ist schon immer ein Stück. Aber es dauert nicht so lange, 15 Minuten ungefähr. Und genau, es ist 3:15 und ich freue mich richtig. Ich habe dieses Kleid hier an. Das hatte ich schon richtig lange nicht mehr an. Ich glaube ein Jahr oder so. Das habe ich mir letztes Jahr bei Zara gekauft. Und ich habe eben noch eine Banane gegessen, weil ich ein bisschen Hunger hatte. Ich bin ja heute auch so spät aufgestanden. Ich habe jetzt 12 gefrühstückt. Eigentlich ist das ja schon Mittagessen gewesen. Hallo, mittlerweile bin ich in Bremen angekommen. Ja, es war eigentlich eine ganz gute Fahrt. Also der Zug hatte 15 Minuten Verspätung, aber es war jetzt auch nicht wirklich schlimm. Das Doofe war irgendwie nur, ich wollte eigentlich mit dem Bus und mit der S-Bahn, hatte ich glaube ich auch gesagt, zum Bahnhof fahren. Der Bus ist aber nicht gekommen. Also ich denke mal, der ist ausgefallen, keine Ahnung. Und dementsprechend muss ich dann mit dem Taxi zum Hauptbahnhof in Köln fahren, was irgendwie doof war, weil es ist natürlich rausgeschmissenes Geld. Also für den Bus und die Bahn hätte ich natürlich nichts bezahlt, weil ich ja mein Semesterticket habe und für das Taxi habe ich dann jetzt eben 20 Euro bezahlt, was finde ich jetzt irgendwie schon doof ist. Als Student hat man eben nicht so viel, aber was soll's. Ich wollte euch noch was zeigen. Und zwar habe ich mir einen Bikini bestellt von Zalando. Den habe ich mir auch direkt hierher bestellt nach Bremen, weil ich ja wusste, wann ich komme, wann der Bikini ankommt. Und der sieht so aus, das ist das Oberteil. Das kann man auch umdrehen, was ich richtig cool finde. Dann hat das hier dieses Blumenmuster. Und genau, das ist einfach so ein, ich weiß gar nicht, wie man das so richtig nennt, diese Art von Bikini. Das hat ja auch keine Polster oder irgendwas drin. Also, ne, ist ganz normal, einfach nur Stoff. Und das Unterteil dazu, also man hätte zwei nehmen können. Ich habe jetzt das hier genommen mit den Schnüren. Es gab noch eins, das fand ich aber ein bisschen zu knapp, ehrlich gesagt, vor allem auch hinten. Und dann habe ich mich für das hier entschieden und ja, beim Unterteil finde ich es ein bisschen schade, dass man das nicht umdrehen kann, weil man das dann eben nur so kombinieren kann. Wobei man hier natürlich auch an den Trägern, wenn man es umdrehen würde, auch an den Trägern immer noch sieht, dass es das Blumenmuster ist und dann kann man es eben auch so zusammentragen. Also ich finde es nicht schlimm, aber ja, mir gefällt er auf jeden Fall mega gut. Ich habe ihn auch schon anprobiert, passt perfekt. Mittlerweile ist es, glaube ich, 9 oder halb 10, ich weiß es gar nicht so genau. Ich saß mit Mama eben noch draußen, wir haben ein bisschen Sekt getrunken. Und falls es zwischendurch mal wieder nicht fokussiert, das tut mir echt leid. Ich habe immer noch nicht richtig herausgefunden, woran das liegt. Also ich dachte ja, dass es, wenn ich irgendwie kleine Lampen oder so im Hintergrund anhab, dass es dann
deshalb ist, aber wenn ich jetzt so eine große Lampe anhabe, ist es halt auch oft und zwischendurch ist es, also der Fokus bei der Kamera, der nervt mich so ein bisschen, das ist halt Autofokus. Manuell wäre es natürlich noch viel komplizierter, weil ich das dann immer selbst verstellen müsste. Aber ja, ich weiß nicht, vielleicht kaufe ich mir irgendwie nochmal eine neue Kamera. Ich meine, ich habe die auch erst ein Jahr und ich finde auch, die ist eigentlich echt gut. Also die Qualität ist halt auch super, muss ich echt sagen. Das ist die Canon EOS M10, wer sich fragt. Und ja, ich habe jetzt eben meinen Koffer auch schon ein bisschen angefangen auszupacken. Weil ich bin ja jetzt echt fast 2 Monate hier und das klingt so krass irgendwie, dass ich jetzt 2 Monate hier bin. Ich glaube das gar nicht, das ist so cool. Genau, und dann wäre es natürlich blöd, aus dem Koffer zu leben. Ich habe hier auch noch einen anderen Bikini mitgenommen und ich habe auch noch ein paar Bikinis und Badeanzüge hier in Bremen. Deswegen, ja. Thea, du bist so süß. Bist du süß? Bist du etwas süß? Guten Morgen, heute mal aus Bremen und nicht aus Köln. Das wird jetzt auch die nächsten Wochen so sein. Es ist mittlerweile schon 10 Uhr. Wir machen gerade Frühstück. Ich bin auch schon mit Thea spazieren gegangen und heute werden wir schwimmen gehen. Wir sind hier nämlich in so einem Schwimmbad angemeldet, in so einem Schwimmverein. Und ja, da freue ich mich voll drauf. Es wäre nämlich heute auch wieder, ich glaube, fast 30 Grad, also 29. Und ja, das muss man halt nochmal ausnutzen. Am 3. August fliegen wir nach Korfu, also nach Griechenland. Das wird, glaube ich, auch mega cool für eine Woche. Und ja, ansonsten, ich werde ja dann wieder bei der Post arbeiten ab dem 12. August. Und ja, jetzt die nächsten Tage werde ich mich erstmal hier mit so ein paar Freunden treffen, die man auch schon länger nicht mehr gesehen hat. Ist halt auch immer voll cool. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall jetzt hier zu sein und jetzt gleich werden wir erstmal frühstücken. Wir dachten, wir machen uns heute mal wieder so Aufbackbrötchen und Croissants. Ich habe die gerade einmal umgedreht, weil bei diesem Backofen werden die meistens irgendwie nur von oben dann braun. Bist du noch müde? Oder wie? Hey! Ja. So, wir haben jetzt gerade gefrühstückt und werden gleich schwimmen fahren. Und ich habe letztes Jahr auf Mallorca mir diese Tasche hier gekauft, die ist von Pepe Jeans und die werde ich jetzt das erste Mal so richtig zum Schwimmen benutzen. Ich hatte die halt dann auf Mallorca so ein bisschen dabei immer, aber hier noch nicht wirklich und da passt auch relativ viel rein und hier hat man eben auch nochmal so längere Henkel. Das finde ich ganz cool und ich habe mein tolles Handtuch dabei, das habe ich letztes Jahr zum Abi bekommen. Da steht drauf, ja, kann ich nachher mal zeigen, wenn ich es dann auf der Liege liegen habe. Abi 2018, alles in trockenen Tüchern. Das finde ich mega cool, das Handtuch. Ich habe auch gemerkt, eine Freundin von mir aus Köln hat genau das gleiche Handtuch. Also ich kenne sonst niemanden, der das auch noch hat. Mega lustig irgendwie. Genau, also das hier ist das Handtuch, so sieht das aus. Ich finde es irgendwie mega cool. Wir haben ja auch noch so eine Luftmatratze. Und ja, hier ist dann so ein See und da oben noch ein Schwimmbad. Aber ich glaube, ich habe euch das auch schon mal gezeigt. Hallo, wir sind jetzt schon etwas länger vom Schwimmen wieder zurück. Ich glaube seit 1,5 Stunden oder so. Wir sind um 5:30, meine ich, wiedergekommen. Und meine Haare sind auch noch ein bisschen nass, also ich hatte da auch geduscht. Das war mega schön. Ich habe mich am Körper nicht wirklich eingecremt, deswegen habe ich jetzt fast überall einen Sonnenbrand, was für mich total untypisch ist. Ich kriege eigentlich nie einen Sonnenbrand, aber ja, keine Ahnung, warum es diesmal passiert ist. Schau mal, wie süß Thea da liegt. Das ist so süß. Die ist total verschmust irgendwie zur Zeit. Genau, ihr habt es wahrscheinlich gesehen. Ich hatte vorhin meine GoPro mit im Schwimmbad und das war mega cool. Das hat auch richtig gut geklappt. Ich habe die das erste Mal ausprobiert unter Wasser und ja, die Qualität ist schon echt richtig gut. Und ich freue mich voll, dass ich die dann auch mit nach Korfu nehmen kann und da kann ich dann auch voll die schönen Videos machen. Thea, was ist los? Bist du müde? Oder was? Oh, die ist so süß. Ich habe die so vermisst, die kleine Thea. Ich habe dich so vermisst. Ja. Ja. So, ich werde mir jetzt Frühstück machen. Und zwar habe ich hier Skyrjoghurt, eine Orange, einen Apfel und eine Banane. Und ja, da mache ich mir jetzt was Leckeres. Guten Morgen, es ist Montag. Ich habe vorhin auch schon gefrühstückt. Ich glaube, mittlerweile ist es sogar schon 11:30.
Und ja, das Blöde ist, ich habe so ein bisschen Halskratzen irgendwie. Also es könnte sein, dass ich eine Erkältung bekomme. Aber ja, ich glaube, da kann man jetzt auch nicht mehr so viel dran ändern. Das Einzige, was ich halt immer mache, ist Aspirin plus C nehmen, also diese Tabletten, die sich in Wasser auflösen. Und ja, ansonsten einfach abwarten. Und ich denke, da mache ich heute eh nicht so viel, weil ich mich dann lieber irgendwie ausruhen will. Das heißt, ich beende den Vlog an dieser Stelle. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!